Mädchen da? Jetzt fangen wir da an. Oh, da. So, Atomkraft. Ganz normal erst einmal. Achso, ist das das Haar so groß jetzt? Okay. Und jetzt noch einmal ein Rad. Also noch ein Rad. Jetzt können wir die Ferien. Ah, oh, super. Hallo. Alles okay? Ja. Hallo. Ah, mach doch noch eine Schneeflocke. Ah, ja. Eine Sonne, dass draußen die Landwirtschaft biologisch bestellt wird. Okay. Weil wir haben in Olbendorf ca. so an die 90%, wo die Landwirtschaft jetzt nur mehr biologisch bestellt wird. Und da merkt man jetzt wirklich, wenn man draußen ist, dass man einfach viel niederwühlt, sprich Hasen, Fasane, Rebhühner, dass man viel mehr draußen sieht. Man darf nicht so viel Müll ins Meer werfen, weil dann können wir die Fische Dinge sehen, das ist Nahrung und dann essen sie und dann sterben sie. Und wenn die Plastiktüten, da können wir die Schildkröten, das können sie essen und dann verhaken sie mit der Pfote. Dass man immer Müll trinkt und Glasflaschen verwendet, weil das dann wiederverwertbar und auch die Dosen und so. Und zum Beispiel, wenn jetzt ganz viel Plastik an der Wasseroberfläche liegt, denken sie die Haie, das ist ein Fisch, wenn man schwimmt und rein und sterben. Wir sollten nicht so viele Atomkraftwerke bauen, weil es ist nämlich sehr schlimm, wenn die explodieren, weil dann immer so eine riesige Strahlbelastung ist. Und wenn da jetzt mehrere Atomkraftwerke explodieren und man da nicht rechtzeitig reagiert, könnten da alle, einige Teile von der Welt mit der Strahlenbelastung überdeckt werden. Und dann sterben ganz viele Menschen wegen der Strahlenbelastung.